Hallo Benjamin. Hallo Volker. Du hast dich für das aktuelle Heft mit der Lebenserwartung von SSDs beschäftigt und so wie ich es mitbekommen habe, habt ihr alle Testkandidaten kaputt geschrieben. Genau, wir hatten sechs Modelle und von denen jeweils zwei Exemplare. Und das war ein Langzeittest, um zu sehen, wie lange, nicht nur wie lange halten sie, sondern wie viel Schreibleistung halten sie halt aus. Und die 12 Exemplare liefen seit Ende Juni. Und der letzte Kandidat ist jetzt gerade ausgestiegen vor, ich glaube, 2 Tagen. Das heißt, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Eigentlich ist es ein ziemlich gutes Zeichen. Alle haben nämlich eine ganz gute Schreibleistung erreicht. Also Schreibleistung meine ich jetzt nicht Geschwindigkeit, sondern eben die Ausdauer. Wie lange haben sie schreiben können? Wie viele Daten? Das geben die Hersteller ja als eine Art Lebenserwartungsindikator, wenn man so will, an. Also ganz oft findet man die Angabe TBW, das steht für Terabytes Written, also geschriebene Datenmenge in Terabyte. Und bei aktuellen günstigen SSDs, die haben meistens TLC-Speicher drin, redet man so von 60 bis 80 Terabytes Written. Die etwas teureren Sachen, die man so findet, also Samsung 850 Pro, SanDisk Extreme Pro, die Kategorie ist ein bisschen teurer, hat MLC-Speicher und da wird normalerweise angegeben 150 Terabyte. Was ist der Unterschied zwischen TLC und MLC? MLC speichert pro Speicherzelle 2 Bit und TLC eben 3. Das heißt, Okay. die Speicherdichte pro Zelle ist höher. Der Vorteil ist, du kriegst eben oder du kannst einen günstigeren Flash-Baustein mit höherer Speicherdichte fertigen. Der Nachteil ist, die Fehlerkorrektur wird schwieriger, weil die Zustände nicht ganz so einfach auszulesen sind für den Controller. Also die Spannungszustände, wie da die Bits abgelegt werden. Dadurch wird das Schreiben und das Lesen schwieriger und langsamer. Wenn ich das jetzt mal mit normalen Festplatten vergleiche, da hieß es ja früher, gab es da, weiß ich gar nicht, ob die das immer noch nutzen, Meantime Between Failure, war ja da eigentlich mal so eine Angabe, die man früher hatte. Die war dann auch irgendwie in Jahren typischerweise und eben nicht in der Datenmenge gefasst. Gehen jetzt SSDs tendenziell schneller oder später als Festplatten kaputt? Oder kann man das gar nicht so richtig gut vergleichen heutzutage? In der Regel gehen sie später kaputt. Also es gibt ja diese typische Normalverteilung, entweder geht irgendwas gleich kaputt oder erst nach Jahren. Und in der Mitte, in diesem Zeitraum passiert erstmal nichts. So ist es auch bei SSDs. Interessanter ist wahrscheinlich wirklich die Rückläuferquote. Da gab es, ich habe jetzt die Adresse leider nicht im Kopf, aber es gibt eine Seite, die wertet regelmäßig aus, wie viele Rückläufer welcher Firmen und welcher Modelle es gibt. Und da sind die SSDs immer noch deutlich besser als Festplatten. Es gibt natürlich immer Ausreißer. Es gibt Serien, wir wollen ja keinen Namen nennen, aber der Hersteller mit den drei Buchstaben, die waren ja berüchtigt dafür, dass sie auch mal von jetzt auf gleich ausgefallen sind. Das heißt, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass die tendenziell länger halten als Festplatten. Kann ich denn irgendwas aber tun, sozusagen, um die Lebenserwartung meiner SSD zu verlängern? Oder hat man da gar keine Chance? Macht das Betriebssystem sowieso damit, was es will? Das ist ein bisschen von beidem. Also das Betriebssystem, moderne Betriebssysteme überhaupt, haben schon viele Techniken inzwischen gelernt, um SSDs nicht über Gebühr zu strapazieren. Und eben das, was anstrengend ist für eine SSD, sind die Schreibvorgänge, diese eben nicht übermäßig viel durchzuführen. Aber so alte Tricks wie lagere oder bewege deine Auslagerungsdatei auf einen anderen Datenträger, das sollte man heute nicht mehr machen. Das konterkariert ja eigentlich genau den Zweck eines schnellen Laufwerks, nämlich eben einen flinken Zugriff zu haben. Also das dann auf eine SSD, Quatsch, von der SSD auf die Festplatte auszulagern, die vielleicht noch im System ist, ist ein bisschen kontraproduktiv. Und mit den Tipps beschäftigt sich dann auch der zweite Artikel in unserer Strecke. Dann gibt es ja noch diese Aussage, weil du ja gesagt hast, so und so viel Terabytes written ist eigentlich die Angabe, die man typischerweise von den Herstellern der SSDs hört. Aber dann heißt es eigentlich auch immer, mehr als 1000 Schreibzyklen sind nicht drin. Das klingt ja erstmal so, als würde es nicht zusammenpassen, weil 1000 Schreibzyklen klingt verdammt wenig, um Terabytes damit zu Das schreiben. stimmt. Es ist sogar noch ein bisschen erschreckender. Man geht davon aus, dass es 500 bis 1000 Schreiblöschzyklen sind. Die gute Nachricht ist, man beschreibt ja nicht jede Zelle immer, immer, immer wieder. Das ist jetzt wieder die Hardware-Sache. Die Controller in den SSDs sind inzwischen schlau genug, diese Schreibvorgänge über alle Zellen zu verteilen. Man spricht von Wear-Leveling, um eben gleichmäßig die SSD abzunutzen. Das heißt, es wird nicht immer wieder auf Block 1 geschrieben, bis der tot ist und dann kommt Block 2 dran oder so. Und es gibt halt unheimlich viele dieser Zellen.
dadurch lässt sich das sehr gut verteilen und so kommt man eben auf diese hohe Schreibausdauer, obwohl jede einzelne Zelle nicht so super belastbar ist. Es kann sich auch heute noch lohnen, eine Pro-Version von so einer SSD zu kaufen. Samsung beispielsweise unterscheidet ja in die Evo- und Pro-Linien. Für den normalen Anwender würde ich jetzt behaupten, so eine Evo ist völlig ausreichend oder eben die entsprechenden Exemplare oder Modelle der anderen Hersteller. Ein Pro-Modell muss man sich nur dann zulegen, wenn man eben dauerhaft hohe Schreibgeschwindigkeit hat oder haben möchte. Das machen die TLC-Modelle nicht. Und wenn man eben eine sehr lange Lebenserwartung braucht. Okay, danke.